Wir sprechen jetzt im Folgenden über einen Film, den ich jetzt eigentlich schon ewig lange besprechen wollte. Und zwar Jagd auf Roter Oktober. Auch wenn wir keinen Oktober mehr haben, ich weiß, es ist schlechtes Timing, es tut mir leid. Shame. 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 Ja. Regisseur ist ja einmal John McTiernan, ein Mann, dessen Filme wir auf diesem Kanal hier sehr mögen. Der Film stammt aus dem Jahr 1990 und hat eine Länge von 2 Stunden und 15 Minuten und genre-technisch. Ja, sucht es euch aus. Es ist ein politischer Thriller, es ist ein kalter Krieg-Thriller, es ist ein U-Boot-Thriller, es ist auf jeden Fall ein Thriller. Aber worum genau geht's denn eigentlich in Jagd auf Roter Oktober? November 1984 inmitten des Kalten Krieges. Den Russen gelingt es, das Atom-U-Boot Roter Oktober fertigzustellen, das denen der USA weit überlegen ist. Captain Marco Ramius macht sich damit auf den Weg zur amerikanischen Küste von New York. Als es dort geortet wird, stehen die Amerikaner vor der Frage, ob die Besatzung einen Anschlag plant oder überlaufen will. Die Meinungen gehen auseinander und bald entwickelt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Dann sprechen wir mal wie immer über einige Hintergründe zu diesem Film, bevor wir richtig zu meiner Bewertung kommen. Dieser Film basiert auf einer Buchvorlage von Tom Clancy und ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele hier diesen Namen schon mal an irgendeiner Stelle gehört haben. Clancy war ein US-amerikanischer Schriftsteller, der vor allem Politthriller geschrieben hat und viele davon wurden eben auch bereits verfilmt. Insbesondere die Bücher rund um den Protagonisten Jack Ryan sind sehr beliebt und wurden eben auch schon in mehreren Filmen umgesetzt. Es gibt auch eine Serie. Was es allerdings auch noch für Umsetzungen von Tom Clancy gibt, sind auch Videospiele, wie zum Beispiel Ghost Recon, Splinter Cell und auch Rainbow Six. Und ich persönlich kannte jetzt Tom Clancy durch das Spiel Rainbow Six Siege, also da ist mir der Name zum ersten Mal richtig aufgefallen. Jagd auf Roter Oktober aus dem Jahr 1984 war tatsächlich auch Tom Clancys Debütroman, der dann direkt auch zum Bestseller wurde, also Hut ab, Mr. Clancy, das ist schon eine Leistung. Was bei Clancy mal besonders geschätzt wird, ist sein Detailreichtum und seine intensive Recherche. Insbesondere was so technische Details angeht, die zum Teil dann auch wirklich sehr akkurat sind. Das liegt unter anderem auch daran, dass Clancy Kontakte zum US-Militär pflegt und da bekommt er dann halt eben die Informationen direkt aus erster Hand. Was man vielleicht auch nochmal zu Clancy sagen sollte, ist, dass er von seiner politischen Einstellung her recht konservativ und nationalistisch ist. Also ich habe hier ein Zitat vom Spiegel mitgebracht. Durch alle seine Bücher wie auch durch Clancys politisches Leben zog sich der unerschütterliche Glaube daran, dass das Heil der Menschheit allein in einer unbeugsamen Militärsupermacht USA liege. Die Süddeutsche schreibt dazu auch, seine Welt ist in gute und böse Staaten aufgeteilt, von denen ausschließlich letztere den Weltfrieden sabotieren wollen. Prägend wirken dabei Clancys konservative politische Ansichten und seine positive, kritiklose Haltung gegenüber dem US-Militär. Das fand ich im Kontext jetzt auch diesen Filmes, der ja auch wirklich ein politisches Thema behandelt, jetzt gar nicht so unrelevant zu erwähnen. Deshalb, ich finde das eigentlich immer, also öfters mal sehr wichtig zu wissen, was für Einstellungen zum Beispiel eben auch manche Autoren mancher Werke haben, damit man einfach ein bisschen besser versteht, warum das jetzt so abgebildet wird, wie es abgebildet wird. Die Inspiration zu seinem Debütwerk erhielt Clancy durch ein reales Ereignis. Im Jahr 1975 kam es auf der Sarajevoi, einer Fregatte der sowjetischen Marine, zu einer Meuterei. Anführer dieser war der Politoffizier Valeri Sablin, der Ansicht war, dass die sowjetische Führung nicht mehr der Doktrin von Wladimir Lenin folgt und das Land in Korruption und in Inkompetenz versunken sei. Er schaffte es, den Großteil der Crew von seiner Ansicht zu überzeugen und der Kapitän wurde daraufhin überwältigt und in seiner Kajüte eingeschlossen. Im Prinzip war Sablins Absicht, eine neue Revolution zu starten und wie ein Artikel berichtet, wollte er mit dem Schiff von Riga nach Leningrad fahren, um dort mit Hilfe von Medien zu rebellieren. Die sowjetische Führung unter Leonid Brezhnev hatte allerdings Sorge, dass das Schiff in schwedische Hoheitsgewässer navigieren würde und dort dann geheime sowjetische Waffen in die Hände der westlichen Länder fallen würden. Deshalb wurden Schiffe
ausgesandt, die Starische Wolle zerstören sollten. Und jene war dann auch schnell umzingelt von diesen und auch noch von Bombern. Es kam dann wieder zu einer Meuterei, weil die Crew wusste, dass die Situation quasi auswegslos ist. Und man befreite dann den Captain aus der Kajüte und dieser schoss dann auch Sublin ins Bein. Im Jahr 1976 erhielt Sublin dann auch das Urteil der Todesstrafe. Der KGB unterdrückte wohl die wahre Geschichte der Starische Wolle und erzählte stattdessen westlichen Quellen, dass die Besatzung versucht hatte, überzulaufen. Der Masterstudent Gregory DeYoung verwendete die offizielle Geschichte der UdSSR als Teil seiner Diplomarbeit Meuterei auf der Starische Wolle, eine Fallstudie über die Dissidenten in der sowjetischen Marine. Clancy fand dann jene Studie in den Archiven der Marineakademie und die wurde dann Inspiration für seinen Roman Die Jagd auf Rote Oktober. Larry Ferguson, der Drehbuchautor dieses Filmes, hatte irgendwann dann auch das Buch gelesen und schnell ein großes Problem festgestellt. Es würde eine ziemliche Herausforderung sein, die Buchvorlage in ein Drehbuch umzuwandeln und das liegt an diesen an dieser großen Dimension des Buches und an den eben erwähnten zahlreichen Details, die Clancy immer einbaut. Problem an dem Film ist ja, dass man einfach weniger Zeit hat, jetzt zum Beispiel das Ganze zu erklären, aber man muss eben auch schon etwas erklären, weil sonst versteht man da den Rest halt nicht so. Also da halt so ein gutes Mittelmaß zu finden, ist schwierig. Larry Ferguson hatte dann wohl eine Version geschrieben und John McTiernan, der bereits als Regisseur engagiert worden war, hatte diese Version gelesen und sie gefiel ihm nicht. Also ihm war es sehr wichtig, dass man dann doch näher an dem Buch bleibt und dann hat Ferguson sich bereit erklärt, nochmal eine zweite Version zu schreiben. Wo wir gerade bei Ferguson waren, der spielt übrigens auch in diesem Film mit. Erstmal wollte man Kevin Costner für die Rolle des Jack Ryan heranholen, aber dieser war zu dieser Zeit mit einer anderen Rolle beschäftigt. Könnt ihr mal gerne raten, was es denn sein könnte. Und man entschied sich dann im Endeffekt für den aufstrebenden Alec Baldwin, dass man ihm halt diese Rolle hier anbietet. War wohl auch seine erste große Rolle in einem größeren Film. James Earl Jones erzählte auch im Making-of, wie gut Alec Baldwin daran war, seitenlang trockene Texte für seine Rolle merken zu können. Wie beispielsweise bei der Szene mit den Generälen, als er dieses Briefing da macht. Und das Making-of ist ja Jahre später rausgekommen und Alec Baldwin konnte in diesem Making-of immer noch seine russischen Lines auswendig. He knows his Russian lines. Polyasnazna, что думает противник, не правда ли? Einfach ein Streber. Also er ist scheinbar einfach generell so ein Schauspieler, der sehr engagiert ist, ne? Der lernt eben die seitenlangen Texte für seine Rolle, der macht den Stunt mit dem Helikopter, der trifft sich mit CIA's Information Specialists, um deren Arbeit kennenzulernen und sich besser dann auf seine Rolle vorzubereiten, ne? Also der steckt da wirklich was rein. Und das freut mich zu hören. Und nicht nur das, Teile des Casts durften auch ein echtes Atom-U-Boot besuchen. Und der Captain dieses echten U-Boots informierte Scott Glenn, der hier im Film den Kapitän des amerikanischen U-Boots spielt, dass er seinen Männern gesagt hat, dass Glenn ebenfalls wie ein Kapitän behandelt werden soll. Bedeutet, die Männer, die berichteten Glenn dann und der Kapitän sagte ihm dann daraufhin, was sie in der Situation jetzt machen würden. Nur bei so Top-Secret-Angelegenheiten musste Glenn dann eben in seine Kajüte gehen. Das durfte er nicht mitbekommen. Aber sonst war er dann halt wirklich mehrere Tage dort quasi am Mitmachen. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt wahrscheinlich nicht so viele Berührungspunkte mit dieser Arbeit hat, extrem hilfreich. Und Glenn erzählte auch, dass er sehr viele Eigenschaften und Charakterzüge des echten Kapitäns, den er dann eben begleitet hatte für mehrere Tage, dass er genau diese auch für seine Rolle verwendet hat. Also er spricht wirklich von kopiert quasi. Also das war dann zum Beispiel eben diese sehr selbstbewusste Art und auch gleichzeitig dieses sehr ruhige. Also er hat zum Beispiel nie irgendwie seine Crew angeschrien oder was auch immer. Und das hat Glenn sehr gefallen und er hat sich dann dazu entschieden, das halt eben genau so zu übernehmen. Dieser Film zeigt auch etwas, was ich bei modernen Filmen heutzutage wirklich sehr vermisse. Also die haben dieses U-Boot halt wirklich nachgebaut, die haben es in irgendein Gewässer gepackt und dort dann auf dieser Nachstellung gedreht. Das wäre heutzutage halt einfach alles Greenscreen gewesen, so. Das Problem war allerdings, dass man mit dem U-Boot ja nicht tatsächlich im Atlantik war, also man befand sich ja auf so einem ruhigen Gewässer und da fehlt eben der Wellengang und da fehlt das Stürmische vom Meer einfach. Was man gemacht hat, war dann eben diesen Wellengang mit Hilfe von umliegenden Booten herzustellen. Also die umkreisen dann die U-Boot-Nachstellung. Und es gab dann auch noch auf den Booten Nebelmaschinen, die dann von den Seiten nochmal
Nebel hergeweht haben. Laut dem Making-of ist die Inneneinrichtung des amerikanischen U-Bootes sehr akkurat zur Wirklichkeit. Also die Inspiration war ja eine Los Angeles Fast Attack Submarine. Die Messgeräte haben dort tatsächlich funktioniert und das Ganze war auf so einem Gimbal aufgebaut worden, wodurch man eben die Neigungen darstellen konnte. Und ich habe irgendwie erstmal gedacht, das wäre halt wirklich einfach nur die Kamera, die man kippt, aber nein, man hat quasi das ganze Set gekippt. Bei den Unterwasser-U-Boot-Aufnahmen, da hatte ich schon die Vermutung, dass das Ganze mit Modellen gelöst wurde und das war dann auch tatsächlich der Fall. Also da musste auch sehr viel getrickst werden, damit das Ganze auch ordentlich aussieht und man vor allem den Eindruck hat, dass das ein riesiges U-Boot ist. Trotzdem benötigte man noch zusätzliche Computereffekte, wie um beispielsweise die Partikel im Wasser darstellen zu können, damit das Ganze einfach realistischer wirkt. Und man brauchte auch noch die Blasen an der Schraube. Und dann haben wir ja auch noch die ganzen Torpedosequenzen. Jagd auf Roter Oktober hat weltweit 200 Millionen US-Dollar eingespielt bei einem Budget von nur 30 Millionen US-Dollar. Also das war auf jeden Fall ein Erfolg. Auf der Liste, die ich jetzt hier einblende, ist er auch der 5. erfolgreichste Film in den USA gewesen im Jahr 1990. Und der Film hat auch einen Oscar für den besten Tonschnitt gewonnen. Generell ist die Bewertung zudem auch gut bis so durchschnittlich. Also er wird tendenziell jetzt nicht als bester Film aller Zeiten abgehandelt, aber er ist noch im sehr guten Bereich. Das war es jetzt erstmal mit meinen Hintergründen. Dann lasst uns mal rübergehen zu den positiven Aspekten. Ich finde ja auch wieder den Einstieg in den Film eigentlich sehr cool, weil wir verstehen erstmal gar nicht, dass wir uns auf einem U-Boot befinden. Also man hat erstmal den Eindruck, ja okay, wir befinden uns auf Gewässer, aber es hätte ja auch sein können, dass die Protagonisten eben auf einem Deck von einem Schiff stehen. Wir beginnen die Szene ja mit einer Nahaufnahme, aber dann bricht die Kamera aus der Einstellung der Nahaufnahme heraus und entfernt sich von den Figuren und wir verstehen erst dann, dass sie sich auf einem U-Boot befinden. Und es setzt dann auch diese hymnenähnliche Musik ein, während die Kamera weiter ausfährt und wir dann eben das U-Boot halt in voller Größe sehen können. So, das ist jetzt, glaube ich, auch das vierte Mal, dass ich Basil Poledouris hier in meinen Videos erwähne und ich weiß halt mittlerweile, dass er wirklich sehr gut daran ist, diese gigantischen Scores zu machen, die halt auch richtig reichhaltig sind. Also, es klingt irgendwie immer so unlogisch, wenn ich das sage, aber die sind einfach sehr voll, die haben so eine Tiefe, ich finde es irgendwie schwierig zu beschreiben. Und das tut er auf jeden Fall hier wieder auch, aber er flechtet gleichzeitig auch noch diesen sowjetischen musikalischen Einfluss mit rein. Die Musik des Hauptthemas beispielsweise, die klingt stark hymnenartig, die klingt heroisch, die wird dann auch noch von so einem russischen Männerchor begleitet, der wirklich fantastisch klingt. Aber auch weitere Stücke in diesem Film sind von diesem starken Einfluss geprägt. Gleichzeitig unterstützt die Musik aber auch ausgezeichnet die spannungsgeladenen Momente, die wir zahlreich in diesem Film hier haben. Und ich finde, da schwingt auch irgendwie immer so eine gewisse Emotionalität mit. Die Soundkulisse spielt in diesem Film ebenso eine wichtige Rolle. Wir haben ja beispielsweise allein schon diese eine Szene mit dem Ping. Nur ein Ping. Kapitän, ich habe doch gerade... Geben Sie mir einen Ping, Vassili. Jawohl, Kapitän. Aber wir haben auch dieses Dutt, Dutt, Dutt Geräusch, was halt zum Beispiel auch in Szenen halt vorkommt, wenn sich ein Torpedo nähert. Also wenn wir gerade wirklich under attack sind, da wird dieses Geräusch halt eben auch genutzt. Und das ist auch wirklich sehr gut hier, also... Es hilft halt sehr gut, da Spannung reinzubringen, Anspannung aufzubauen und so eine Dringlichkeit auch reinzubringen. Also das unterstützt halt sehr, sehr gut die spannenden Momente. Das Setdesign ist hier natürlich auch sehr wichtig, weil wir befinden uns sehr, sehr oft eben auf U-Booten in diesem Film. Was hier sehr, sehr gut vermittelt wird, ist die Enge, das ist die Bedrücktheit. Vor allem bei der Roter Oktober, das klingt so komisch, wenn man es so sagt, ist es halt auch recht dunkel und das wirkt auch nochmal beklemmender. Und wir haben dann natürlich auch diese ganzen schmalen Gänge und kleinen Räume, also muss man mögen. Kostüme und Masken finde ich hier ebenfalls als sehr gut. Also ne, wir haben, was die Kostüme angeht, natürlich sehr viele Uniformen. Ne? Was auch gleichzeitig dabei hilft, eben die Amerikaner auch nochmal von den Sowjets zu unterscheiden. Ich fand es auch sehr spannend, mal einen Film zu sehen von John McTiernan, der mehr in diese Thriller-Richtung geht.
und eben zu sehen, wie er das inszeniert. Denn wir haben hier nicht diese typischen Action-Momente wie in einem Stirb langsam oder wie in einem Last Action Hero, in der es dann eben zum Beispiel Schießereien oder Autoverfolgungsjagden gibt. Also die Action hier besteht beispielsweise darin, dass ein Torpedo sich dem U-Boot nähert und wir sehen dann dabei zu, wie die Figuren halt in dem U-Boot versuchen, das Ganze zu navigieren oder es zu berechnen. Und dann muss halt eben der Captain entscheiden, was wir jetzt hier machen. Es gibt dann natürlich auch noch diese eine Szene, wo Alec Baldwin dann halt eben von dem Helikopter da sich abseilt oder dann am Ende haben wir auch noch so eine kleine Schießerei quasi. Es gibt in diesem Film jetzt also nicht die großen Action-Momente, die man sonst so von John McTiernan kennt, sondern vielmehr diese spannungsgeladenen Momente, die man auch aufbauen muss auf eine Weise. Und das liegt natürlich am Genre des Films, ist ja klar. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, John McTiernan kann das hier ebenfalls sehr gut inszenieren. Und lasst uns mal genauer anschauen, wie er das macht. Was die Kameraarbeit angeht, McTiernan nutzt ja irgendwie gerne diese Schwenker mit der Kamera. Und das macht er hier auch erneut wieder. Des Öfteren sehen wir auch, wie die Kamera sich langsam einer Figur annähert, um eben die gezeigte Szene zu betonen, wie als Padorin den Brief von Ramius gelesen hat. Zudem zoomt er auch gerne mal raus, ne, wie eben bei der Anfangsszene mit dem U-Boot. Oftmals werden auch Perspektiven von unten verwendet und wir sind relativ nah immer an den Gesichtern der Protagonisten dran. Ich finde, das unterstützt auch nochmal dieses enge Gefühl. Vom Look her ist der Film vor allem auf der Roten Oktober recht dunkel gehalten worden. Also wir haben hier viel Schwarz und Grau, wir haben blaue Lichter, wir haben auch Dunkelblau, was das Meer angeht. Wir haben farbliche Highlights, was jetzt eben die ganzen Knöpfe und die Tasten der Technik im Hintergrund angeht, in Gelb oder Orange. Die amerikanische Dallas ist hingegen mit roten Lichtern ausgestattet, was auf jeden Fall dabei hilft, die beiden U-Boote nochmal voneinander unterscheiden zu können. Es gibt einen Moment im Film, den ich erstmal ein wenig missverstanden habe und der mich irgendwie auch leicht irritiert hat, bis ich das Video von Patrick H. Williams gesehen habe. Der hat mir diesen ganzen Punkt hier nämlich nochmal verdeutlicht. Zunächst sprechen die Sowjets in diesem Film ja Russisch. Bis zu diesem Dialog zwischen Ramius und Putin, und der Name, der irritiert mich auch hier, in dem Putin dann aus dem Buch vorliest und da zoomt die Kamera auch auf seinen Mund. Und bei dem Wort Armageddon, was im Englischen / Deutschen und im Russischen eben das gleiche Wort ist, wechselt dann plötzlich die Sprache ins Englische bzw. ins Deutsche. Die Sprachbarriere verschwindet, also man muss sich als Zuschauer nicht mehr die Mühe machen, Untertitel zu lesen. Ich habe halt erstmal gedacht, dass man das eben zur Vereinfachung macht, weil, ne, also allein die Schauspieler, die können ja auch eigentlich nicht wirklich Russisch und also das ergibt ja keinen Sinn, die ganze Zeit quasi so eine fremde Sprache sprechen zu lassen. Aber eigentlich steckt da unterbewusst auch schon die erste Message drin, nämlich, dass die Russen hier nicht der Feind sind. Weil das ja üblicherweise in US-amerikanischen Filmen halt so der Fall ist, ne? Vor allem eben derzeit. Und das Wort Armageddon ist ja auch wichtig, denn das ist ja quasi das, was wir in diesem Film versuchen wollen zu verhindern. Interessant ist dann auch der Moment, in der die US-amerikanische Crew dann auf die sowjetische Crew stößt, weil da ja wieder klar gemacht wird, ne, es gibt diese Sprachbarriere, es wird wieder Russisch gesprochen. Und das ist halt eben aus dem Grund so ein interessanter Moment, da beide Parteien sich gegenüberstehen. Und zwischen ihnen ist ja eine große räumliche Kluft. Niemand sagt ein Wort, weil man weiß ja auch nicht, was man sagen soll. Und man beobachtet den eigentlichen Feind voller Misstrauen. Und ob es jetzt diese räumliche Kluft ist oder eben das Misstrauen, was in der Luft schwebt, das symbolisiert nochmal sehr schön die Situation des Kalten Krieges, des Eisernen Vorhangs, des Ost- und Westblocks. Die Frage ist halt, okay, wie bricht man jetzt das Eis, ne? Und das geschieht hier eben erstmals durch eine Geste, die man halt universell versteht. Außerdem ist das Pacing hier wirklich sehr gelungen. Also ich finde, in dem Moment, in dem man erfährt, dass Ramius quasi die Kontrolle des U-Bootes übernommen hat und es unklar ist, ob er jetzt Freund oder Feind ist, ich finde, so in dem Moment im Film, da ist es wirklich dann auch bis zum Ende hin komplett fesselnd. Man fragt sich halt, okay, will er jetzt überlaufen? Wie genau wird er seinen Plan durchführen? Was passiert mit der Crew? Der Film besteht auch aus sehr, sehr viel Dialog und ich finde, man muss generell sehr aufmerksam schauen und wir bekommen hier halt auch, also wenn man sowieso keine Ahnung von U-Booten hat, dann ist das vielleicht auch ein bisschen überfordernd im ersten
Also halt beim ersten Mal schauen. Ich finde, das tut dem trotzdem alles keinen Abbruch. Im Endeffekt kam mir der Film dann sogar kürzer vor, als er eigentlich ist. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie gut der Film es ja eigentlich schafft, Spannung aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Also das liegt hier auf jeden Fall an dem sehr guten Drehbuch. Das liegt eben an kleinen, dynamischen Kameramomenten. Natürlich die Musik, die ist hier wirklich sehr entscheidend. Die Musik und die Soundkulisse. Aber auch das Schauspiel ist hier entscheidend. Also ich denke da direkt an so etwas wie die verrückte Ivan-Szene. Um allein diese Intensität einer Situation herzustellen. Ich finde auch, dass der eingebaute Humor in sehr vielen Momenten sehr, sehr gut funktioniert. Also, ne, ich liebe allein dieses Zitat von dem Politiker. Also, das war einfach so gut vorgetragen worden von dem Schauspieler. I'm a politician, which means I'm a cheat and a liar. And when I'm not kissing babies, I'm stealing their lollipops. Und auch als Ramius Jack so richtig beiläufig in einer ernsten Lage dazu befragt, was er denn so für Bücher geschrieben hat. Also ich finde, das lockert den Film einfach sehr gut auf. Mir ist beim Schauen noch aufgefallen, wie wenig ich über U-Boote weiß. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sie ein wenig gruselig finde. Also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich den Ozean und irgendwie die Tiefe und das Unbekannte des Ozeans halt sehr gruselig finde. Dann irgendwie noch die Vorstellung, dass da so ein U-Boot schwimmt. Also, und auch eben, weil es halt so klaustrophobisch ist und du bist ja da drin einfach gefangen auch. Ach, keine Ahnung. Ich habe aber jetzt den Eindruck durch den Film, dass ich ein wenig mehr über U-Boote jetzt lernen konnte. Das ist auch, glaube ich, der erste Film, den ich gesehen habe, der eine so große Zeit eben auf einem U-Boot spielt. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht alles der Realität entspricht, also das weiß ich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass einiges schon akkurat war, aber ich glaube, man hat sicherlich eben auch Sachen vereinfacht. Also da wird jetzt wahrscheinlich nicht alles stimmen, was wir gesehen haben. Aber es war für mich einfach irgendwie spannend zu sehen, wie man beispielsweise halt so ein U-Boot navigiert oder wie halt auch die Kommunikation da abläuft, dass man da auch am Morsen ist zum Beispiel. Also allein diese Szene mit dem Morsen fand ich super interessant. Und natürlich dann auch noch so Sachen mit den Torpedos. Also das war eigentlich wirklich faszinierend, einfach mal so zuzuschauen. Von unseren Schauspielern, da haben wir natürlich einmal Sean Connery, den ich hier wirklich sehr gerne als Ramius gesehen habe. Ich finde, er schafft es sehr gut unterschwellig, die richtigen Töne zu treffen. In dem Sinne, dass Ramius, wie ich finde, ein wenig müde und geschafft wirkt, aber er ist vor allem sehr selbstbewusst, er ist sehr stark. Zugleich merkst du aber auch in seinem Gesicht und in seinen Augen, dass da mehr hintersteckt. Also ne, in dem Fall ist es natürlich eben der große Plan, was er vor anderen dann halt eben auch maskiert. Er hat aber irgendwie auch eine Leichtigkeit an sich, die ihn direkt sympathisch macht. Er kann aber auch gleichzeitig so ein bisschen skrupellos sein, was wir halt eben sehr gut, bei der Szene mit Putin gesehen haben. Ich finde, du merkst bei Connerys Spiel, wie vielschichtig das ist, wie präzise durchdacht das ist, und auch wie präsent er einfach ist. Also das finde ich wirklich super hier, und ich glaube, er ist für mich irgendwie auch das Highlight des Films. Okay, Alec Baldwin finde ich hier auch klasse. Ich mag sehr die Art und Weise, wie er Jack Ryan spielt, mit dieser Begeisterung, diesem Wissbegierigen und dann eben auch mit seinen Überzeugungen, die er auch durchbringen will. Da konnte Baldwin mich total abholen mit und ich kaufe ihm das auch irgendwie ab. Also ich weiß nicht, was ich jetzt irgendwie auch noch so Making-of zu ihm gelesen habe, also irgendwie, ich kaufe ihm das ab. Auch Scott Glenn konnte mich hier völlig abholen, was seine Performance als Captain angeht. Also die ganze Herangehensweise an die Figur, das hat mir sehr gut gefallen. Dass er auch eben hier so einen ruhigen Charakter spielt, der trotzdem eine Präsenz hat. Also Glenn konnte da wirklich sehr gut von seiner Inspiration was übernehmen. So, weitere Nebenfiguren hier waren ebenso überzeugend. Also wir haben da einmal Sam Neill, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. James Earl Jones, oh Mann, ich habe mich so gefreut, den zu sehen. Ich sehe den wirklich gerne. Also ich mag den irgendwie total gerne als Schauspieler. Der hat auch so eine tolle Stimme. Dann haben wir auch Tim Curry, den ich sofort erkannt habe von Kevin Allein in New York. Das ist auch so gut. Generell muss man mal anmerken, was für ein starker Cast das eigentlich war. Also wirklich krass. Dann gehen wir jetzt mal an der Stelle nochmal schnell rüber zu den negativen Aspekten. Ich glaube, was mir hier tatsächlich fehlt, sind manchmal noch ein paar mehr Hintergründe zu manchen Figuren. Und ich spreche jetzt hier im Spezifischen von Kapitän Ramius. Ich will halt einfach ein bisschen mehr
greifen können, warum er das macht, was er hier macht. Das bekommen wir generell sehr vage nur angedeutet und es gibt dann am Ende ja diesen Dialog mit ihm und Jack. Und da hatte ich mir erhofft, dass, also da wird ja angedeutet, dass er halt eben jetzt sagt, was Sache ist. Und da hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Ich würde gerne mehr verstehen können, warum er das Ganze jetzt plötzlich nicht mehr mitmachen will, was genau ihn jetzt auch zum Umdenken bewegt hat. Das ist ja an sich eine sehr, sehr große Entscheidung, die gegebenenfalls eben auch mit seinem Tod enden könnte. Bei der Geschichte von Valeri Sabjin war das Ganze zum Beispiel eindeutig. Also man wusste genau, warum er das gemacht hat, ne? Ich denke, das hat hier auch etwas mit Ramios Frau, mit dem Tod seiner Frau zu tun und sicherlich auch irgendwie damit, dass er in Litauen geboren ist. Was bei ihm auch interessant ist, ist, wenn man sich halt einige seiner Zitate auch nochmal genau anguckt. Also er zitiert ja hier vieles und es gibt dann ja auch nochmal diese Oppenheimer-Referenz. Das ist auch sehr spannend. Also ich verstehe im Endeffekt, was sein Ziel ist und was er auf jeden Fall vermeiden möchte, aber ich weiß halt nicht genau, woher diese Figur jetzt kommt. Und mir werden im Film zweimal so ein paar Häppchen zugeworfen, aber im Endeffekt ist es mir da ein bisschen zu vage. Ich habe da jetzt auch mehrere Vermutungen zu. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film vielleicht eine noch stärkere politische Botschaft vielleicht vermeiden wollte, was vielleicht auch mit dem damaligen Zeitgeschehen zu tun hat. Andererseits ist mir gerade auch bewusst geworden, weil Russland ja oder die KGB jetzt auch lange verschwiegen hat, was eigentlich die wahren Gründe sind, dass vielleicht auch Tom Clancy halt im Endeffekt auch selber gar nicht weiß, was die wahren Beweggründe jetzt sind. Also, dass ihm diese Information zum Beispiel gar nicht zustand, weil das war jetzt hier 1990. Ich weiß nicht, wann man das Ganze aufgearbeitet hat. Aber jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob er halt im Endeffekt auch selber gar nicht wusste, was jetzt genau seine Inspiration quasi dazu inspiriert hat, das zu tun, was er dann getan hat. Und dass er halt selber auch im Buch diese Frage gar nicht groß beantwortet. Ja, das ist jetzt auch nochmal so ein Gedanke. Ich meine, das würde auch nochmal, das würde einfach an sich nochmal mehr Sinn machen. Es wäre für mich jetzt aber aus der Filmsicht und der Sicht der Figurenzeichnung hier jetzt eigentlich nochmal wichtig gewesen, es irgendwie zu wissen. Dann kommen wir jetzt mal rüber zum Fazit. Ich finde, Jagd auf Roter Oktober ist ein sehr spannender kalter Krieg/U-Boot-Thriller. Ich denke mal allein schon aus dem Grund, dass ich noch nicht so viele Filme gesehen habe, die auf einem U-Boot spielen. Allein das finde ich halt schon super faszinierend. Aber es liegt natürlich eben auch sehr viel an der Inszenierung. Es liegt an dem wirklich grandiosen Cast hier. Und generell, die Geschichte ist einfach sehr interessant. Die Ausgangsprämisse ist super spannend. Ich war den Großteil des Films über wirklich sehr gehuckt. Ich war sehr gespannt zu sehen, was passiert. Wie gesagt, der Film kam im Endeffekt auch kürzer vor, als er eigentlich ist. Es ist einfach eine super interessante Geschichte und ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Also wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und wie gesagt, John McTiernan hier als Regisseur. Das ist halt auch wieder ein Punkt, ein Pluspunkt. Und Sean Connery ist hier auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich gebe diesem Film eine Wertung von 4 von 5 Sternen. Wie gesagt, ich kann ihn wirklich sehr empfehlen und danke auch für eure Empfehlung. Denn ich hatte diesen Film auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Irgendwie habe ich das jetzt eigentlich nur von euch so gehört. Also ich habe eigentlich nur durch eure Kommentare von diesem Film erfahren, von seiner Existenz. Ansonsten muss ich mich jetzt an der Stelle wirklich hinlegen. Ich kann irgendwie gar nicht mehr stehen. Ich bin auch irgendwie super atemlos. Aber ja, ich wünsche euch jetzt an der Stelle noch einen sehr schönen und einen sehr angenehmen Tag und sage ciao.